Garmin hat in seiner neuen Venue Smartwatch erstmals ein AMOLED-Display verbaut, wie es bei den meisten Smartwatch-Herstellern üblich ist. Bisher waren alle Garmin-Uhren, wie auch die neueste Garmin Fenix 6, mit einem sogenannten transreflektiven MIP-Display, also Memory and Pixel-Display, ausgestattet, welches gegenüber einem AMOLED-Display weniger Energie verbraucht und unter Outdoor-Bedingungen, vor allem im direkten Sonnenlicht, deutlich besser abzulesen ist. Dafür bietet das AMOLED-Display kräftigere Farben sowie einen höheren Kontrast. Dieses kurze Video zeigt die Unterschiede beider Display-Technologien bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Zunächst sehen wir beide Uhren im hellen Schatten. Das AMOLED-Display links ist auf maximale Helligkeit eingestellt und verbraucht daher verhältnismäßig viel Energie. Das MIP-Display rechts ist in dieser Einstellung nicht aktiv beleuchtet, sondern reflektiert das Umgebungslicht. Sehr energiesparend und effizient. Nun sehen wir beide Displays in der prallen Sonne. Das AMOLED-Display ist deutlich schlechter abzulesen, hält sich aber für diese Display-Technik ganz gut. Zieht nun eine Wolke vor die Sonne, wandelt sich das Bild direkt und das AMOLED-Display holt in Bezug auf die Ablesbarkeit wieder auf. Seine Stärken zeigt das AMOLED-Display in eher dunklen Innenräumen. Hier muss bei einem MIP-Display die Hintergrundbeleuchtung aktiviert werden, was dann ebenfalls Energie verbraucht und keinen guten Kontrast und eine flaue Farbdarstellung bringt. Das neue AMOLED-Display der Garmin Venue hat also Vor- und Nachteile, wobei es insgesamt einen positiven ersten Eindruck macht und auch unter Outdoor-Bedingungen noch durchaus gut nutzbar ist. Die neue Garmin Vivo Active 4 ist funktional mit der Venue weitgehend identisch, nutzt aber wie die Fenix 6 die MIP-Display-Technologie und so hat der Nutzer quasi die Wahl zwischen zwei Display-Technologien. Weitere Infos wie immer auf www.pocketnavigation.de.